So ein bisschen muss ich dann dazu schon sagen. Hallo Messerfreunde, hier ist Jake und ich bin hier bei Michael im Kreis Düren und der hat eine schöne Messersammlung, die ich jetzt, euch jetzt mal zeigen möchte. Ich beginne mal mit dem absoluten Highlight. Das ist dieses Jubiläumsmesser von Anton Wingen aus Solingen. Es wurde 1988 zum 100-jährigen Jubiläum der Firma herausgebracht. Ein wirklich tolles Teil. Ich denke, dass das hauptsächlich auch in den USA vertrieben wurde. Hat eine Dollarmünze hinten im Griffbereich. Das ist ein schöner Hirschhorn. Kronengriff, die Rose hier am Ende zu erkennen und hat auch so ein bisschen wie das Reason Bowie die Klinge hier mit diesem Halbmond von diesem Messer wurden vermutlich nur ganz wenige Stücke produziert. Und dazu passend gibt es so eine Scheide. Dann hat der Michael noch einige andere Highlights. Zum Beispiel hier ein Hirschfänger mit einem echten Jürgen Schanz, mit einer Jürgen Schanz Klinge. Ein Hammerteil. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir ein kleines Puko aus Finnland. Isaki Järvenpää vermutlich. Ich denke auch schon mindestens 40, 50 Jahre alt. War auch in Gebrauch. Hier schön mit dem Pferdekopf am Ende des Griffes und der passenden Scheide dazu. Ja, weiter geht's. Ein Hirschfänger von der Firma Tusca, ein spanisches Messer. Mit Olivengriffschalen, saubere Verarbeitung. Fühlt sich auch gut an. Dann wieder mal ein besonderes Messer von der Firma Puma. German Design, das TAC 1 oder TAC 1 mit einer speziellen, leicht tantoartigen Klinge, Kunststoffgriffschalen, liegt sicher in der Hand, war mal ein Kultstück in den 90ern, glaube ich. Der Michael kann mich verbessern, wenn das nicht stimmt. Dann haben wir hier aus der Bücker-Serie, Magnum-Serie, ein Jubiläumsmesser aus 2010. Mit spiegelpolierter Klinge, Kunststoffgriffschalen, Full-Tank-Konstruktion. Auch ein schönes Messer, kommt zusammen mit einer Scheide und dieser passenden schönen Kartonverpackung. Und dann hier noch was ganz Besonderes,
Sowas sieht man nicht alle Tage. Ich kriege ich kaum drauf aufs Bild. Das ist ein sogenanntes Bananenerntemesser aus Afrika. Ich hätte jetzt Buschmesser auch dazu gesagt. Oder Hauer. Ein Wahnsinnsteil, sage ich euch. Und dazu passen auch diese handgemachte Holzscheide. Auch original, wie es ausschaut. Warum sollte man so etwas fälschen? Ah, hier geht's weiter. Ein Messer aus England, aus Großbritannien oder womöglich auch aus Indien, Pakistan ursprünglich. Schöne Holzgriffschalen, Damastklinge. Hinten auf dem Rücken schöne Serrations. Muss ich mir noch richtig reintun. So passt das. Dann haben wir hier ein recht günstiges Kanda-Messer. Habe ich heute zum ersten Mal in der Hand. Ist häufig schon mal im Internet wird das angeboten. Das ist ja nicht so wahnsinnig tolle, also nicht sehr teuer und auch nicht so tolle Qualität. Aber er hat es mir gezeigt und ich zeige es euch jetzt auch mal. Was gibt's hier noch? Ja, hier. Altes Solinger Wurfmesser von, schauen wir mal, hab ich da eben noch gelesen, von der Firma Herberts, aber noch die Solinger Qualität. Richtig schön kopflastiges Wurfmesser, schwere Qualität. Und eine schöne Scheide mit Bärentutor-Marke und diesem Indianerkopf. Hier, das ist auch ein ganz, ganz schönes Stück. Liegt schon eine ganze Zeit vor dem Objektiv. Da müsst ihr mal schauen. Das ist ein, ja, auch wieder Hirschfänger. Aber ursprünglich, wie der Michael mir gesagt hat, war das mal ein afrikanisches, also ein Speer, eine Speerspitze, die hier umgewandelt wurde als Hirschfänger. Aus Carbonstahl, sauscharf, aber auch führig und für einen Jäger natürlich ideal. Da haben wir noch ein paar Highlights der Solinger Fraktion von der Firma Otello, handmade by Anton Wingen Junior. Auch ein kleinerer dolchartiger, ja, auch Hirschfänger kann man auch noch dazu sagen. Ist ein, auch eine Art Jubiläumsmesser, womöglich eine Kleinserie 531 aus 1984 oder 531 von 1984 Stück in Treue fest. Dann kommen wir hier zu einem Messer, das steckt in der falschen Scheide. Ist eine Puma-Scheide, aber drin steckt ebenfalls ein Anton Wingen-Messer von der Safari-Serie. Ist ein Integralmesser mit Hirschhorn-Griffschalen. Ist noch von einer guten Qualität. Guck mal, steht auch noch eine Jahreszahl drauf. Nee, das ist Handmade Number
2004. Ist auch für den amerikanischen Markt gemacht worden. Dann als vorletztes in einer Widerscheide. Ebenfalls wieder ein Anton Wingen Handmade bei Maitland Otello Solingen, Germany. Auch ein schöner Skinner mit Hirschhorngriffschalen. Und als letztes haben wir nochmal einen kleinen Dolch Hirschfänger mit geschnitztem Hirsch. Und das ist auch noch von Anton Wingen. Es wurde etwas verschliffen. Ist wohl einigermaßen scharf, ja. Okay, das war schon. Die Sammlung von Michael. Wenn einer Interesse hat, kann er sich bei mir melden. Dann werde ich ihm Adresse gegebenenfalls und Telefonnummer geben oder umgekehrt. Ich gebe dem Michael dann seine. Bis demnächst. Ciao.